So, moin, hier ist Miro von Olight. Ich hoffe, alles hat geklappt. Ich streame wieder simultan auf Facebook und auf YouTube. Musste leider den Stream einmal ganz kurz erneuern auf letzte Sekunde, weil ich eine Unachtsamkeit gemacht habe. Es wäre sonst auf Facebook nicht online gewesen. Dementsprechend hoffe ich, dass die Leute auf YouTube mich ja auch finden, denn möglicherweise sitzen die gerade vor einem Video, wo sich nichts bewegt. Aber hier bin ich. Ich habe, nachdem wir jetzt ja den Elite-Sale hinter uns gebracht haben, die Woche über 2 Abende in Folge damit verbracht, vor euch rauszugehen und ein paar Aufnahmen zu machen. Ich dachte mir, wir haben so viele neue Modelle rausgebracht, da würde es doch jetzt echt mal wieder Zeit sein, dass ich einen Vergleich mache von allen Modellen, habe ich mir vorgenommen. Kann sein, dass ich irgendwas vergessen habe. Aber ich bin natürlich so schnell nicht durch damit. Das ist ein ziemlich langes Video und auch gar nicht so unaufwendig, auch wenn das am Ende nicht so aufregend aussehen wird. Aber ich habe den ersten Teil fertig geschnitten, vor ungefähr einer halben Stunde, und dachte mir, den können wir uns ja heute mal im Live-Video zusammen anschauen. Da sind dann wirklich alle relevanten Modelle mit drin und das sogar in so ziemlich allen Modi. Das Video ist noch eher eine Rohfassung. Und da muss ich auch noch ein bisschen an den Farben und am Licht und so weiter, also an der Belichtung rumspielen, damit das dann ungefähr dem entspricht, was ich auch gesehen habe. Ganz werde ich da nicht rankommen, aber zumindest in etwa. Aber ich dachte mir, den Rohentwurf, den können wir uns ja im Live-Video ruhig mal anschauen. Live ist ja eh mal ein bisschen roher, ne? Und dementsprechend würde ich sagen, wir schauen uns das gleich mal an. Aber erst einmal schauen wir mal ganz kurz, ob alles funktioniert. Hier heißt es, es halt ziemlich stark. Sascha, ist mir aufgefallen auf Facebook, der Kommentar. Ich habe den Pegel ein bisschen hochgesetzt, damit es etwas lauter ist. Und mein Raum ist auch gerade leider etwas hallig, weil ich umbaue. Wenn es nicht auszuhalten ist, dann mache ich wieder ein bisschen leiser, dann halt es auch automatisch nicht mehr so stark. Ja, und ansonsten hört ihr mich gleich sowieso erstmal in besserer Tonqualität aus dem Video. Es ist quasi die erste Hälfte ungefähr von dem Video, das ich dann irgendwann etwas mehr geschliffen auf YouTube und auf Facebook veröffentlichen werde. Aber bevor wir das machen, einmal ganz kurz zum Giveaway. Ich habe heute mal was anderes. Wir probieren eine neue Plattform aus, damit wir ja das Ganze ein bisschen fairer gestalten können, nämlich Gleam. Das ist ein Dienstleister für Giveaways und ähnliche Dinge. Und ich wollte das mal heute relativ ungefährlich bei einem Live-Video ausprobieren. Also schaut mal in die Beschreibung, da ist der Link. Dann könnt ihr mitmachen. Zu gewinnen gibt es eine i5T in Lila und das Ganze läuft bis Montag um Mitternacht nächste Woche. Also mal gucken, ob das klappt. Falls es da technische Schwierigkeiten geben sollte, kein Problem. Dann mache ich eine normale Auslosung. Deshalb auch normale Giveaway-Regeln zusätzlich, die ihr ebenfalls in der Beschreibung nachlesen könnt. Aber schauen wir mal, ob das klappt und wie das klappt. Dann haben wir in Zukunft eine Variante, wie ihr ein bisschen weniger Generve von mir habt hier. Ich muss euch das nicht jedes Mal erzählen. Und es ist auch ein bisschen fairer, weil die Leute, die auf YouTube zuschauen, ebenfalls sich zusätzliche Gewinnchancen holen können. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns das einfach mal an. Ich habe hier diesen kleinen Koffer, diese kleine Tasche voller Taschenlampen. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, sonst fällt das alles raus. Der ist komplett voll und ihr könnt euch also vorstellen, wie viel ich da an Lampen getestet habe für euch. Und ich habe versucht, das Ganze auch so ein bisschen nachvollziehbar zu machen, dass ich dann in der Zukunft immer mal mit einer neuen Lampe an die gleiche Location gehen kann. Ungefähr gleiche Voraussetzung, ganz wird das nie klappen, aber ungefähr. Und dann können wir uns auf vergleichbare Videos freuen, wo man vor allem auch die Lichtintensität und den Lichtstrahl ganz gut vergleichen kann. Was mir aufgefallen ist beim Testen, was ja Besonderheiten mit der Kamera angeht, darauf gehe ich dann nach dem Video ein, aber schauen wir uns das mal erstmal an.
Von Oleit, wunderschöne Vollmondnacht, wie ihr hier gerade gesehen habt. Es ist Anfang September und ich habe mir überlegt, jetzt haben wir gerade so schöne neue Modelle rausgebracht. Ich bringe nochmal ein neues Update zum Video aller Taschenlampen bei Nacht. Ich werde versuchen, alles schön vergleichbar zu machen, damit ihr mal über die verschiedenen Lichtbilder und Helligkeitsstufen eine schöne Übersicht bekommt. Und ich denke, von diesem Video werden wir noch eine ganze Zeit lang zehren können. Angeleuchtet werde ich übrigens gerade von der kleinen i1R2, hell genug, um mein Gesicht vollkommen anzustrahlen. Ich mache die mal kurz ganz aus, dann seht ihr, da ist nicht mehr so viel los. Die Kamera holt aber noch ein bisschen was raus. Und das hier ist der niedrigere Modus und ich leuchte nicht mal direkt auf mich. Also ihr seht das, da ist eine ganze Menge Licht noch drin. aber drehen wir mal die Kamera um, schauen wir uns mal den Lichtstrahl von der i1R2 als kleinste Taschenlampe für den Anfang an. So, und hier haben wir jetzt die i1R2. Man sieht es hier im Vordergrund, der niedrige Modus und der hohe Modus. Und das ist schon deutlich heller. Schöne Beleuchtung des näheren Umfeldes. Dann haben wir die i3e. Die i3t im niedrigen Modus. Und im hohen Modus. Den Open im niedrigen Modus und dann einmal hochgeschaltet bis in den hohen Modus. Die i5T im niedrigen Modus und im hohen Modus, da kommt man schon ein ganzes Stück weit. Als kleinen Sonderauftritt haben wir dann auch noch die M1T Radar Plus. Die S1R Beton 2 im Moonlight-Modus, den wird man nicht sehen, im niedrigen Modus, im mittleren. Hohen Modus und im Turbo. Die Perun Mini im Moonlight-Modus, niedrigen Modus, mittleren hoch. Und im Turbo. Ausgerechnet die S2R Beton 2 habe ich leider zu Hause vergessen. Also müssen wir als nächstes mit der Perun vorlieb nehmen. Hier jetzt im niedrigen Modus. Mittel. Hoch. Und Turbo. Es folgt die Betten Pro im Moonlight-Modus, niedrigen Modus, mittleren Modus und im Turbo. Mit einer sehr guten Ausleuchtung. Da kann man sogar ein bisschen was vom Wasser sehen, das sehr, sehr lichtschluckend ist. Ja, und wenn es um eine gute Ausleuchtung geht, dann ist die nächste Kandidatin auf jeden Fall auch sehr interessant. Das ist die Seeker 2, jetzt im niedrigen Modus. Mittleren Modus. Und im Turbo. Da ist die sehr hell,
kommen sogar da hinten an die Bäume ran. Können auch das Licht ganz gut aufs Wasser fallen lassen. Die Seeker 2 Pro hier im Moonlight-Modus und im niedrigen Modus ist noch einen kleinen Tick heller als die Seeker 2. Mittlerer Modus, hoher Modus. Und Turbo. Und dann gehen wir mit der M2R Pro jetzt mal in Richtung Reichweite, Moonlight-Modus, niedriger Modus. Mittlerer Modus Nummer 1. Nummer 2. Hoher Modus. Und Turbo. Dann haben wir noch die Warrior X Pro im niedrigen Modus. Und im Turbo. Sehr hell. Die neue Warrior X Turbo im niedrigen Modus. Und im Turbo. Da können wir sogar mit der Reflexion vom Wasser den Baum dort anleuchten. Und ich sehe jetzt mit bloßem Auge auch einige Schwalben hier übers Wasser ziehen. Oder vielleicht ist das sogar eine Fledermaus. Ziemlich cool, was man da alles sehen kann. Die Baumreihe hier ist natürlich sehr leicht zu erleuchten und man sieht, durch den großen Umkreis haben wir hier auch trotzdem noch die Umgebung gut erleuchtet. In Sachen Reichweite darf natürlich auch die Javelin Pro nicht fehlen, hier im niedrigen Modus, mit dem man schon verdammt weit kommt. Und dann können wir da einmal durchschalten durch die verschiedenen Modi. Auch hier kann man den Baum schon ein bisschen indirekt erleuchten. Und der Schatten, den ich hier werfe, auf der rechten Seite, das ist teilweise auch schon die Kamera. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Und der Turbo macht schon wirklich einiges her. Das ist wirklich super hell.
Ja, so viel zu unseren Standardlampen, aber wir haben ja auch noch unsere neuen Helmlampen für euch. Die demonstriere ich euch jetzt mal. Hier im niedrigen Modus die RN800. Hat man schon eine sehr gute Übersicht. Mittlerer Modus. Und der hohe Modus. Und dann auch noch die Altai 2000 hier im niedrigen Modus. Alle LEDs sind eingeschaltet. Die unterschiedlichen Modi von den LED, die spare ich mir mal. Also die unterschiedlichen Konfigurationen. Da kann man ja quasi alles einzeln anwählen. Das ist der mittlere Modus. Und hier der hohe Modus. Da erleuchtet man in einem sehr breiten Umkreis alles und kann schön weit gucken. Und jetzt sind wir im höchsten Modus und haben wirklich eine Menge Licht. Es reicht mit dem bloßen Auge knapp bis zu den Bäumen da hinten. Also mehr als genug, dass man die Umgebung sehr gut sehen kann. So, da bin ich wieder. Ton geht auch. Ja, genau, den habe ich nämlich eben mal ausgemacht, damit ihr mich nicht atmen hört, während ihr ein Video schaut. Cool, mal zwischendurch längeres Video im Live mit euch zusammen zu gucken. Ich konnte dann parallel auch mal Kommentare beantworten. Das schaffe ich sonst natürlich nicht. Ja, wie hat es euch gefallen? Ich habe dafür immer versucht, die gleichen Einstellungen zu nehmen, festen Weißabgleich, der ein bisschen problematisch war, deshalb muss ich da mit den Farben noch rumspielen. Und ich habe noch ein, zwei Kommentare zu dem Video, damit ihr ein bisschen Kontext habt. Also, erstmal links von mir, also links von der Kamera, standen ein paar Lampen. Die waren jetzt alle bei der Aufnahme zum Glück aus, also Straßenlaternen meine ich. Allerdings habe ich dann in der zweiten Nacht, wer auf Facebook gerade unterwegs ist, der hat beim Kommentare beantworten schon gesehen, ich habe geantwortet, hier. Ich habe natürlich, ich vergesse immer irgendwelche Akkus aufzuladen und habe das auch diesmal wieder vergessen. Und ich hatte die S2R Beton 2 ja nicht mit. Das habe ich dann eine Nacht später nachgeholt, zusammen mit zwei anderen Lampen, die ich mir noch gegriffen habe. Und da war ich ein kleines bisschen früher da und die Laternen waren leider noch an. Aber das seht ihr dann wahrscheinlich nächste Woche. Ich denke mal, das werde ich dann entweder als fertiges Video rausbringen oder wir schauen uns den Teil 2 vielleicht nochmal zusammen an. Ich habe nämlich dann noch eine ganze Menge mehr für euch. Aber erstmal ein paar Worte noch, damit ihr das ein bisschen besser einschätzen könnt. Also man sieht jetzt ja, dass die Lampen mit ganz guter Reichweite, also ganz guter Lichtbündelung, die kann man auf dem Video sehr gut erkennen. Und die Lampen, die eher eine breite Ausleuchtung haben, die Perun Mini, die normale Perun, was habe ich hier noch? Ja, alleine schon sowas wie die Batten Pro, die sahen alle gar nicht so aufregend aus im Video. Selbst sowas wie die Seeker 2 Pro, ja gut, sah nicht super spannend aus, weil man nicht so weit gucken konnte. Was im Video leider nicht so rüberkommt, sind die Unterschiede in der Ausleuchtung. Und es kommt auch nicht ganz so gut rüber, wie weit das Licht reicht. Das liegt einmal daran, dass man, weil ich die Kamera relativ hoch montiert hatte, neues Stativ, also die ist ungefähr auf dieser Höhe über dem Boden und hat dementsprechend, weil sie genau geradeaus guckt, die ersten 2, 3 Meter überhaupt nicht. Also mindestens 2 Meter überhaupt nicht mit im Bild. Und deshalb sieht man sehr häufig auch im Video den Moonlight-Modus und manchmal sogar den niedrigen, also den Low-Modus überhaupt nicht oder fast gar nicht. Und ab und zu leuchte ich auch mal in Richtung Wasser ein bisschen zu lang. Das war natürlich ein kleines bisschen Ratespiel, zu wissen, was noch alles im Bild ist und was nicht. Aber ja, nur dass ihr euch da nicht wundert, zum Beispiel der O-Pan Nummer 2, da sieht man ja im Video fast gar nichts und das liegt daran, dass er halt für die Kamera sichtbar nur 3, 4 Meter sehr gut ausgeleuchtet hat. In der Realität waren das eher 5, 6 auf den niedrigen Modi,
Aber das kommt einfach nicht ganz so gut rüber. Die Kamera kann quasi nicht so gut im Dunkeln sehen wie wir. Und dummerweise eben auch die ersten 2 Meter komplett nicht. Weiß ich noch nicht genau, wie ich das im Video dann, wenn ich das separat veröffentliche, unterbringe als Info. Denn sonst kommt es ein bisschen falsch rüber, glaube ich. Aber ja, so ist es. Ich musste mich quasi entscheiden, will ich mit der Kamera auch in die Ferne schauen können oder das nur abbilden, was in der Nähe ist. Ich habe mich dann für die Ferne entschieden, weil das ja für die meisten von uns auch interessanter ist. Ja, das dazu. Genau. Ja, und ich glaube, das war es auch an speziellen Kommentaren zu dem Video. Wie hat euch das gefallen? Ich habe jetzt ja versucht, eine große Wiederholbarkeit reinzumachen. Also wer will, kann dann auch in Sekunden springen. Oder ich kann, wenn ich 2 Lampen mal vergleiche in einem Live-Video, ich habe noch ein bisschen mehr Videomaterial dazu gesammelt, dann kann ich auch mal die Clips nebeneinander tun, vielleicht sogar mal ein Splitscreen und dann sieht man auf der einen Seite den einen Lichtstrahl und auf der anderen Seite die Hälfte von dem anderen Lichtstrahl. Sowas in der Richtung habe ich noch an Videomaterial vorbereitet, da bin ich noch nicht beim Bearbeiten bis dahin gekommen. Freut euch auf Teil 2. Ja, und dann habt ihr eine schöne Übersicht immer und eine schöne Vergleichsmöglichkeit. Zwar nicht optimal, also Nahbereich und Ferne und dann auch noch alles scharf, weil wenn man genau hinguckt, das seht ihr jetzt nicht, aber der Bereich in der Ferne, die Bäume, die ich dann manchmal angeleuchtet habe, die sind dann halt total unscharf, weil die Kamera nicht vorne und hinten alles gleichzeitig scharf machen kann. Ist eine technische Limitierung, will ich euch nicht mit zu sehr langweilen. Aber im Prinzip muss ich ja so viel Licht reinkriegen wie möglich und dann sind die scharfen Bereiche etwas flacher. Ja, weiß nicht, wie ich es besser erklären soll. Aber ja, das war mein kleiner Preview, also mein aktueller Arbeitsstand quasi, was den Vergleich von allen Modellen angeht. Ich fand das super spannend, das mal zu sehen. Für mich war das jetzt natürlich, ich habe das gestern und vorgestern abends bzw. nachts gemacht. Live natürlich nochmal eine andere Sache. Stellt euch einfach alles 50% heller vor, ungefähr. Dann kommt man da ganz gut hin. Ich werde da versuchen, nochmal nachzuarbeiten. Aber es war halt sehr cool, mal gebündelt alle Modelle in der Hand zu haben und zu schauen, wie verhalten die sich mit dem, ja, mit den unterschiedlichen Ausleuchtungen. Wie ist das mit der Fokussierung? Ich habe nochmal gemerkt, ja klar, die Javelin Pro am Ende, die hat natürlich richtig viel Leistung. Das merkt man schon, dass sie 2100 Lumen hat, meine ich. Und die Warrior X Turbo hat nur in Anführungsstrichen 1100 Lumen. Da sieht man einfach dann doch ein bisschen mehr in der Ferne. Der fokussierte Bereich ist größer und die Lampe ist natürlich auch heller. Aber ich fand es halt auch super cool, dass man mit der Warrior X Turbo wirklich ohne Probleme so weit gucken konnte. Ich muss mir mal, glaube ich, so ein Abstandsmesser, so ein Laserding besorgen oder so. Ich bin nämlich super schlecht im Entfernung abschätzen, aber ich schätze mal, bis zu den Bäumen waren es wahrscheinlich so 150 Meter ungefähr. Und mit der Javelin Pro hatte ich dann ja noch nach rechts geleuchtet, den Wasserstreifen da entlang. Und das ist dann dementsprechend noch ein bisschen mehr. Ganz am Ende werden es vielleicht so 180, 200 Meter sein. Das ist jetzt nicht so aufregend bei einer Reichweite von 1 Kilometer, aber das auf die Kamera zu kriegen, das ist schon aufregend, denn das ist wirklich nicht so leicht einzufangen. Dementsprechend momentan mit meinem Equipment quasi das Beste, was ich technisch machen kann. Zumindest in Videoform. Fotos ist natürlich nochmal was anderes. Ja, aber die Turbo fand ich deshalb halt auch so cool, weil die ja wirklich ziemlich kompakt ist. Die ist immer noch Jacken- oder Rucksacktauglich, nimmt da nicht zu viel Platz weg. Und eine Javelin Pro, hier habe ich noch das Modell in Coyote Tan, die ist natürlich deutlich größer. Ja, man merkt dann natürlich, man muss einen Kompromiss eingehen in der Leistung. Und auch ein bisschen in der Laufzeit. Die hat natürlich mehr Platz für Akkus. Aber es ist doch erstaunlich, was man aus so einer Taschenlampe rausholen kann. Und das hat mich doch ehrlich schon ziemlich begeistert. Fand ich sehr, sehr cool. Und es hat auch einfach Spaß gemacht, die ganzen Lampen einfach mal auszutesten.
Ja, heute war mehr Zeit in der Videovorbereitung. Das Live-Video ist dementsprechend ein kleines bisschen kürzer, denn so viel mehr habe ich jetzt gar nicht zu erzählen. Vergesst nicht, das Giveaway von der i5T über den Link in der Beschreibung, über Gleam läuft das Ganze mal. Also einfach auf den Link klicken und dann könnt ihr sehr, sehr einfach da mitmachen. Es werden nur die notwendigsten Daten gesammelt, Name, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum. Geburtsdatum deshalb, weil Gewinnspieler eigentlich erst ab 18, zumindest wenn man da nicht irgendwie noch die Erlaubnis der Eltern einholen will und so weiter und so fort, möchte ich mir gerne sparen. Dementsprechend dafür ist das. Und die Daten, die ihr da eingibt, die landen auch dann nicht bei unserem Newsletter oder irgend sowas. Es sei denn, ihr nimmt am Newsletter teil. Es gibt zwei Extralose. Aber abgesehen davon, von dem automatischen Benachrichtigen der Gewinner, das erfolgt dann nämlich über die E-Mail-Adresse, wird auch mit euren Daten nichts weiter gemacht. Dachte ich mir, bringe ich jetzt mal an, weil ich es das erste Mal ausprobiere. Und ja, dann würde ich sagen, kleines bisschen Housekeeping zum Schluss. Wir haben den Sale gut hinter uns gebracht. Es gab über 7000 Bestellungen. Ich lasse mir das nochmal genauer geben und dann werde ich das irgendwann mal nochmal in einem Beitrag teilen oder für die YouTube-Leute, die auf den anderen sozialen Medien, auf Facebook und Instagram nicht unterwegs sind, vielleicht nochmal im nächsten Live-Video kurz erwähnen. Aber es waren über 7000 Bestellungen. Unser Versandteam hat wie irre gearbeitet, ist jetzt auch ein bisschen vergrößert. Aber dazu auch bald etwas mehr. Und wir konnten auch, glaube ich, alle Pakete, bis auf so ein paar Problemfälle, die es immer gibt, Bezahlung nicht gekommen oder nicht registriert, Adresse irgendwas falsch eingegeben, solche Dinge, alles zuschicken. Falls uns Fehler passiert sind, seht uns das bitte nach. War einfach eine riesige Menge und einige aus dem Versandteam werden ja auch noch eingearbeitet. Aber keine Angst, auch der Kundenservice wird gerade verstärkt. Und wenn ihr uns dann eine E-Mail schreibt oder über den Chat auf der Website oder auch hier über Facebook, könnt ihr dann mit der Bestellnummer einmal kurz uns die Info geben, Paket ist noch nicht da, irgendwas ist falsch im Paket und dann bessern wir danach. Ja, ich bin ziemlich happy, der Sale ist gut gelaufen. Ich bin vor allem aber auch ziemlich happy, weil die Videos wieder gut angekommen sind bei euch und ich war jetzt ja letzte Woche sehr oft live. Und das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. War arbeitsreich, aber auch wirklich sehr schön. Ja, und dann gehe ich jetzt noch mal einmal ganz kurz die Kommentare durch. Ich sehe links auf dem, rechts von mir aus, auf dem Bildschirm sind ein paar Kommentare auf YouTube und hier auf Facebook auch. Ich gehe einmal kurz an den Rechner und schaue, ob auf YouTube noch irgendwelche Fragen angekommen sind. Und dann gehen wir mal weiter. Genau, ich hatte mit Poco83 auf YouTube ein kleines Gespräch beim Video anschauen über den fehlenden Strobe bei der Warrior X Pro und bei der Warrior X Turbo. Ich nehme mal die Turbo, weil ich die gerade hier oben liegen habe. Er fragt im Prinzip, warum gibt es keinen Strobe? Und das ist eine Designentscheidung für die Bedienung. Also die Warrior X-Serie, die ist eben dafür gedacht, dass man eine absolut narrensichere Bedienung hat. Man hat einen Knopf, den Endkappenschalter aus Edelstahl und man kann ihn halb durchdrücken für den niedrigen Modus oder ganz durchdrücken für den Turbo und das war's. Ja, wenn man ihn nur kurz antippt, dann ist das Ganze dauerhaft an und gedrückt halten dann temporär. Also viel einfacher geht es nicht, außer wir hätten nur einen Modus an, aus. Ja, und die Idee dahinter ist, selbst in einer extrem stressigen Situation kann man diese Lampe ohne Probleme bedienen. Man muss quasi gar nicht denken und hat zumindest im schlimmsten Fall den niedrigen Modus schon direkt aktiv. Wahrscheinlich ein bisschen Adrenalin geladen, eher gleich ganz durchdrücken. Und wenn wir jetzt einen Strobe-Modus hier drin haben wollen würden, mit einem Schalter, denn ein Seitenschalter jetzt dazu passt auch wieder nicht zu dem Konzept. Könnte man versehentlich gegenkommen, hat man im schlimmsten Fall die Lampe ausgeschaltet in der Situation, wo man die gerade wirklich braucht. Und muss man auch wieder nachdenken, welchen Schalter nehme ich jetzt? Dann
Dementsprechend müsste man über diesen einfachen Schalter diese zusätzliche Funktion einbauen. Und das könnte ja nur gehen, indem man den zweimal schnell drückt oder dreimal schnell drückt oder irgendwas. Und schon hat man da möglicherweise Fehlbedienungen drin. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, gerade in einer sehr stressigen Situation. Und schon ist man dann möglicherweise auch mal schnell im Stroke-Modus, obwohl man es gar nicht will, was ja sehr unangenehm wäre. Und dementsprechend gibt es bei der Warrior X-Serie kein Strobe. Aber es gibt ja die M2R Pro und Poco meinte jetzt auf YouTube, gut, die spricht ihn vom Design nicht so an, aber ich zeige sie euch trotzdem noch mal einmal kurz, weil die M2R Pro ist eigentlich genau das. Abgesehen vielleicht vom Design und vielleicht von der Reichweite, denn hier haben wir ja eher so einen Hybridmodus. Reichweite, aber auch Ausleuchtung. Aber da haben wir genau das, was er eigentlich möchte. Wir haben den Endkappenschalter für die besagten zwei Modi und wir haben den Seitenschalter, über den man zum Beispiel auch einen Strobe aktivieren kann. Also, Warnung, das sieht dann so aus. Und die Lampe hier ist eben auch eine taktische Lampe, hat hier dieses Krönchen, wie ich gern sag, zur Selbstverteidigung oder um mal eine Scheibe einzuschlagen oder so. Aber die ist auch ein bisschen handlicher und kompakter, hat einen anderen Formfaktor und ist eben einfach auf, ja, genau wie bei der Ausleuchtung, auf einen Kompromiss ausgebaut. Also die soll man auch in stressigen Situationen bedienen können halbwegs. Aber ist dahingehend eben nicht ganz so stark spezialisiert wie die Warrior X-Reihe. So viel zu der Frage. Ich mal ganz kurz weiter. Ja, die M2 Pro wurde eben auch schon empfohlen hier. Falki fragt, warum es die H1R Nova nicht mehr gibt. Falki, die H1R Nova wurde abgelöst von der Perro Mini. Die sieht sehr ähnlich aus, hat auch ziemlich ähnliche Specs, ist aber ein kleines bisschen verbessert hier und da. Also die kannst du dir stattdessen holen, wenn du möchtest. Und die lässt sich auch ebenfalls an der Stirn tragen, wenn man möchte. Oder hat hier den bekannten Pocket Clip und da ist dann sogar noch so eine Klettfläche, wo man die reinschieben kann, so eine Art Adapter. Damit könnte man die dann zum Beispiel auch an der Jacke hier tragen. Oder irgendwo in der Tasche oder einer Weste, wenn man jetzt an Einsatzkräfte und ähnliches denkt. Also in meinen Augen ist das eine ziemlich gelungene Weiterentwicklung. So, jetzt überfliege ich mal nur, denn ich möchte ja auch noch zu den ganzen Kommentaren auf Facebook kommen. Ja, noch ein bisschen Infos zur Warrior X Turbo, die hier ausgetauscht werden. Poco schreibt, er würde Flugzeuge anleuchten. Bitte nicht im Flug. Und Schrödi Schokohase, keine Ahnung, wie ich diesen Kosenamen bekommen habe, aber schönen Abend dir. Der verabschiedet sich hier gerade. Genau, die Gewinnspiele, das ist sehr gut. Freddy fragt hier nach den Gewinnspielen von den Sale-Videos. Auf Facebook habe ich schon so gut wie alle Gewinner gezogen. Da fehlen nur noch Gewinner in der Facebook-Gruppe. Auf YouTube habe ich es noch nicht geschafft, mache ich aber morgen. Ich bin die ganze Woche über schon sukzessive dabei, die Gewinner immer zu ziehen. Und das ist immer relativ aufwendig, weil ich alles Mögliche abgleichen muss. Es geht einfach noch nicht automatisch. Deshalb mit Gleam wäre das Ganze ein bisschen einfacher. Dann klicke ich einmal oder ich muss gar nichts machen und die Gewinner werden einfach benachrichtigt. Ja, dementsprechend habt noch ein Minimum Geduld. Die Videos, die von mir sind auf YouTube, die werde ich morgen auslosen. Und ich habe auch schon eine lange Liste von Gewinnern für Facebook. Das werde ich nochmal hier auf Facebook dann separat veröffentlichen. Vielleicht morgen, vielleicht nächste Woche. Aber die Gewinner sind alle schon per Kommentar benachrichtigt worden und die ersten Pakete sind auch schon raus. Für meinen Kollegen Julius, was YouTube angeht, kann ich jetzt nicht sprechen. So wie ich das von ihm kenne, macht er das aber auch immer relativ zeitnah. Also keine Sorge, die werden jetzt nach und nach gezogen. Wir sind aber beide auch immer nach dem Sale ziemlich stark noch mit dem Kundenservice beschäftigt und so weiter. Also das verzögert sich immer ein kleines bisschen. So, jetzt bin ich fast unten angekommen. Genau,
D-Kid Jordan hier auf YouTube sagt, auch die Warrior Expo hat 90.000 Candela. Da ist eigentlich kein Stroke mehr nötig. Und ja, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, genau das stimmt. Also wenn ich jemanden blenden möchte, was ich noch nicht bisher wollte, dann würde ich eigentlich normalerweise immer direkt in den Turbo wechseln. Strobe ist auch gut, macht vielleicht noch ein kleines bisschen orientierungsloser, aber ich glaube ganz ehrlich, wenn man im Dunkeln oder sogar tagsüber mit dem Turbo von der hellen Taschenlampe jemanden direkt in die Augen leuchtet, hat man auf jeden Fall auch Zeit für seine nächste Handlung gewonnen. Genau. Ja, gerne Popo, der bedankt sich hier gerade für die Antwort. Und Thomas fragt nach Lampen mit Rotlicht. Ich nehme erstmal an, es wird keine eigene Lampe, also kein eigenes Modell mit Rotlicht geben, aber ich mache mich auch dafür stark, dass unsere Rotlichtfilter wieder reinkommen in unseren Shop an Zubehör. Und damit habe ich es geschafft. Entschuldigung, bei der Seeker 2 Pro den Clip dazu zu tun, dafür mache ich mich auch mal stark, fände ich nämlich auch nur folgerichtig. So, ich habe keine Hornisse an der Wand. Der Kommentar war irgendwie auch auf YouTube. Und dann schauen wir mal ganz kurz, ob auf Facebook noch Sachen gekommen sind. Da oben hatte ich aufgehört. Ja, Erik erzählt, dass er letztens eine Taschenlampe beim Stromausfall getestet hat. Ich glaube, die X-Turbo. Ich habe mich nämlich beim Video abspielen darüber unterhalten und das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Genau, dann Diskussionen über ein Zwischenmodell zwischen der Seeker 2 Pro und der X7R, ein bisschen kompakter. Mal gucken, was wir dann machen können. Und Lisa merkt, dass ihr doch noch ein, zwei Modelle auf der Liste fehlen. Ja, das ist mein Job. So, ja, und ansonsten bei denjenigen, die sich bedankt haben für das Video, gerne. Ich möchte ja immer, dass ihr auch informiert seid. Ich verstehe mich nicht als rein Werbefritzen oder so, sondern mir ist es ganz wichtig, dass ich euch einen Mehrwert biete, indem ich euch Infos gebe und ja, indem ihr wirklich informierte Entscheidungen treffen könnt. Das ist direkt von einem Sale manchmal gar nicht so einfach alles hinzukriegen, weil wir die Modelle auch nicht immer sehr viel früher bekommen. Aber ich gebe mir Mühe und mein Kollege Julius ja auch und zusammen kriegen wir es dann auch eigentlich immerhin, euch Praxisszenen zu liefern, dass ihr das ein bisschen einschätzen könnt. Aber so ein Vergleich, das ist in einem Sale eigentlich dann doch ein bisschen zu viel. Dementsprechend, das werde ich jetzt einfach regelmäßig erneuern und pflegen und das können wir dann in den Live-Videos, die ich ja jede Woche donnerstags, für die YouTube-Leute, jede Woche Donnerstag um 19 Uhr versuche ich ein Live-Video zu machen. Ab und zu kann es mal ein anderer Tag werden und ganz selten fällt es mal in der Woche aus, aber meistens klappt es und ihr kommt jetzt auch immer in den Genuss. Genau, und da kann ich die Vergleiche dann auch immer neu mit einbinden. So, ich glaube, das habe ich geschafft. Sascha beschwert sich, dass ich ihn vielleicht ein, zwei Mal bei den Gewinnspielen als Gewinner vergessen habe. Sorry. Aber dafür arbeite ich an der Farbe Weiß. Die wünscht er sich immer. Mal gucken, wann wir die hinkriegen. Und dann würde ich sagen, das Video ist jetzt doch länger geworden als gedacht. Ich möchte in den Feierabend, ihr vielleicht auch. Ich hoffe, ihr seid schon im Feierabend. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Morgen bin ich nicht live. Ich werde euch aber natürlich weiterhin mit Beiträgen auf Facebook versorgen. Und ja, an die YouTube-Leute, wer nicht auf Facebook ist, kann ja mal reinschauen. Ich weiß, Datenschutz und so, überlegt es euch einfach. Wir haben da auch eine richtig tolle Facebook-Gruppe. Die ist super aktiv. Also jeder, der Taschenlampen allgemein cool findet und Olight-Fan im Speziellen ist, wird sich da super zu Hause finden. Da gibt es jeden Tag bestimmt 10 neue Beiträge oder mehr mit Taschenlampenfotos, mit Fragen von anderen Olight-Besitzern und wir mischen da auch manchmal ein bisschen mit und sind da sehr liberal. Also ab und zu
fallen da auch mal Namen von anderen Herstellern. Ja, wer Bock hat, schaut einfach rein und ansonsten nicht vergessen, beim Giveaway mitzumachen. Die schöne i5T, die ich jetzt schon wieder tief vergraben habe, gibt es zu gewinnen. Und das Ganze bis nächste Woche Montag um Mitternacht. Dann habe ich ein bisschen Zeit, mich mit dieser neuen Möglichkeit, Giveaways für euch zu machen, ein bisschen vertraut zu machen. So, das war's. Hat mir Spaß gemacht, mal ein längeres Video mit euch zusammen zu gucken. Ich denke, das machen wir jetzt öfters mal in Zukunft, wenn es bei euch auch gut angekommen ist. Und allzeit gutes Licht.